Boah, warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Alter, krass. Ich hab dir noch ein halbes Magazin in den Brustkorb reingeballert. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Far Cry 3. Wieder mit dem Philiboy am Start. In der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen Quatsch gemacht, ne, mit dem Quad. Mit dem Jetski, hinten mit dem Quad so ein bisschen rumgedüst und hier mit dem Kollegen haben wir ein paar Schussübungen gemacht. Davor waren wir noch bei Dr. Earnhardt, haben so ein bisschen mit ihm gesprochen, dass er unsere Freunde bei sich aufnimmt, wenn wir sie denn retten können. Was ist da? Ach, eine Pflanze. Ne, die sammle ich jetzt nicht auf. Alles klar, und ich hatte ja gesagt in der letzten Folge zum Schluss noch, dass wir zu Tante Emma wieder wollen. Vielleicht hat sie eine neue, schöne Waffen für uns. Beziehungsweise sie wird wahrscheinlich Waffen für uns haben, ne? Gratiswaffen gibt es ja immer, wenn man einen Turm freischaltet. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Wo sind wir? Ach, wir sind hier. Hier könnte man einen Jaguar jagen oder einen Leopard oder so. Wollen wir das mal probieren? Wenn ihr einen seht, schreit einfach mal ganz laut. Okay, ich sehe noch nichts. Bisschen festgefahren hier gerade, aber kein Problem für den Philiboy. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, wie gut ich fahren kann. Ich bin da Profi. So, kurz noch auf die Lauer legen, aber ich sehe nichts. Boah, boah, ein bisschen hügelig hier. Boah. Was haben wir denn hier? Eine verlassene Hütte. Okay, alles schön ruhig, alles ruhig. Wow, was geht hier ab? Die arme Ziege. Okay, hier ist nichts. Geld. Geld ist immer gut. Komm her. Komm zu Papa. Put, put, put. Das letzte will ich auch noch. Na komm. Sehr gut. Und hier ist noch Geld. Sehr gut, sehr gut. Das hat sich auch schon gelohnt. Im Kühlschrank ist leider nichts, ne? Und hier hinten haben wir noch ein Pflänzchen. Beuterucksack voll? Alter. Dreist. Aber ich habe eine Idee. Wir können uns doch sicher von diesem roten Zeug was herstellen, ne? Können wir das herstellen? Okay. Zurück. Und dann können wir uns davon noch was herstellen. Spritzentasche ist voll. Oh, das ist nicht gut. Das hört sich nicht gut an. Spritzentasche. Wie können wir sie denn erweitern? Okay, haben wir schon. Und das können wir auch noch machen. Machen wir auch noch mal. Sehr gut. Zack. Dann können wir davon noch ein bisschen was bauen. Bauen wir einen so eins. Was ist das denn? Stinkt hier? Nö, brauchen wir jetzt irgendwie nicht so. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe gerade, aber egal. Vielleicht Medizin, wenn es noch geht, würde ich das noch machen. So. 5 Medizin und dann können wir auch das rote Blättchen hier nochmal einsammeln. Bestimmt, hoffentlich, wahrscheinlich. Sehr gut. Kaminrotes Blatt, eingesackt. Und hier war noch eine Kiste. Verstehe ich das richtig? Nein. Okay. Was haben wir denn da? Und da. Und da, überall. Wow. Wow. Auf der Lauer. Auf der Mauer. Oh, wir haben hier gerade so ein paar Frame-Einbrüche. Ich bin ein wenig ruhiger, denn wir wollen dieses Tier erlegen. Wo ist es?
Boah, warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Alter, krass. Ich hab dir doch ein halbes Magazin in den Brustkorb reingeballert. Ach, Mann, ey. Ich hätte gedacht, dass diese Tiere einfacher sind. Hallo, eigentlich eine Kugel, oder? Eine Kugel müsste ausreichen, um das Tier umzubringen. Aber nein, dieses Spiel ist voll unlogisch. Spiel es nicht mehr. Hab heute beendet. Let's Play beendet. Na gut, ich spiele nochmal weiter. Okay, aus Fehlern lernt man, ne? Vielleicht machen wir es nicht nochmal. Ist vielleicht doch nicht so schlau, so ein Tierchen anzugreifen. Ach, Mann, ey. Wie oft bin ich schon gestorben in diesen paar Folgen? 1000 Mal ungefähr. Beuterucksack voll. Na gut, wir müssen unbedingt zu Tante Emma. Ach, wir können auch eine Schnellreise machen, ne? Was bemühe ich mich eigentlich? Zack. Oder so. Zack, zack, ich will da hin. Schnell hin. Schnell reisen, bitte. Shop, komm. Wie war das nochmal? So. Zack. Sehr gut, so geht das. So geht's einfach schnell, zack, zack, hin und her. Da ist man gleich bei dieser Transe, ne? Omse meine ich natürlich, ne? Tante Emma. Die uns immer schön gut ein paar Drogen verkauft. Ja, ihr könnt auch mal schreiben in die Kommentare, wenn es euch gefällt oder wie es euch gefällt. Oh, huch, Schluck auf. Wie es euch gefällt, würde mich freuen. Und wo war jetzt nochmal die Tür? Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür, genau. Hey Leute, was geht ab? Ich bin wieder zurück. Oh, hey Lady. Ah, geht so. Okay. Hi Tante. Ich bin wieder am Start. Und mich würde mal interessieren, was ich gratis für Waffen bekommen könnte. Irgendeine MP? Die ist zur Verfügung. Das klingt doch schon mal nice, oder? Machen wir die dahin? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Schrotflinten? Ich bin kein Schrotflintenfreund, muss ich ja zugeben. Okay. Warte, Moment. Sturmgewehre, wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn, wie viel Geld ich besitze? Okay, da steht mein Geld besitzt. Okay, das reicht nicht. Scharfschützengewehre. Reicht mein Geld auch nicht. LMGs. Okay. Granatwerfer. Aha, aha, aha. Oh. Okay, das werde ich tun, Omse. Aber vorher brauche ich Munition. Inventar auffüllen. Ja, 360. Das ist schon ganz schön teuer, ne? Puh, meine Güte. Okay, kann ich hier was verkaufen? Was ist das denn hier? Na super, jetzt blendet der meinen Code ein. Den werde ich dann mal schön ausblenden. Ich hoffe, ihr merkt mir das. Zum Schließen Dings drücken hier, ne? Shift-Tab. Okay, ich habe das jetzt ja mal kurz alles ausgeblendet. Tut mir leid, Leute. Da hat nämlich von Steam mein Spiel-Key reingeblendet. Das wäre natürlich blöd, wenn das einer von euch benutzen würde. Ich denke nicht, dass ihr das machen würdet, aber vielleicht, ne? Vielleicht, man weiß ja nie. Okay, und ich war dabei, hier was zu verkaufen. Wie kann ich denn was verkaufen? Verkaufen. Oh, was kann ich hier verkaufen? Was denn mit diesen Chips? Kann man die, soll ich die verkaufen oder was? Schnellverkauf? Ich tue es jetzt einfach mal. Bam! Kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay. Alles klar. Dann wo gehen wir als nächstes hin, ist die goldene Frage. Goldene Frage. Hier, Reihersitz, was ist das denn? Und was ist das? Gesucht, Todaufgabe. Wo wollen wir da nochmal hin? Schnellreise? Schnellreise, ja. Machen wir. Und dann machen wir nochmal Gesucht, gefunden. Es hat doch Spaß gemacht, ne? In der zweiten, dritten, vierten, fünften Folge. Ich weiß nicht, vierte Folge? Fünfte Folge. Vierte, ich glaube vierte Folge. Da haben wir auch schon sowas gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Folge wir hier sind. Guns for Sale. Ne, das brauchen wir nicht, aber die Kiste nehme ich gerne. Hai-Fetisch. Und raus hier. Boah, was haben wir jetzt hier? Eine MP. Und ich hänge hier fest. So, aber wir wollen die MP nicht. Wir wollen unser schönes Sturmgewehr. Und schauen mal, was es hier für Aufträge gibt. Wanted.
Ein Pirat und seine Männer schikanieren Einheimische bei einem Tempel, töten ihn mit einem Messer. Okay, machen wir. Kein Problem. Oh, dieser Tempel. Okay, dann auf geht's, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen zu Fuß. Jeder Gang macht Schlangen, ne, oder? So, Schwimmen ist blöd, ne? Schwimmen macht nicht so viel Spaß. Hier gibt es auch Haie. Ich hoffe, hier gibt es keine Haie, gerade in diesem Gewässer. Okay, keine Haie, keine Haie. Können wir wieder hoch? So. Dort oben sehe ich doch schon mal einen Piraten, ne? Oder Takedown. So, wir pirschen uns ganz langsam wieder ran. Ich vermute, es wird nicht ganz so einfach. Wie das letzte Mal. Okay, da drüben ist einer oder war einer? Wow. Und tot bin ich. Das kann nicht sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Was ist da los heute? Wie oft bin ich jetzt in dieser Folge gestorben? Zweimal, dreimal, viermal? Auf jeden Fall diese ganzen Aufnahmesession. Ich nehme jetzt schon die dritte Folge auf am Stück. Bin ich bestimmt schon zehnmal gefühlt gestorben. Mindestens. Mindestens, ja? Okay, wir probieren es noch einmal. Wollen wir ein bisschen Haut drauf Action machen? Okay, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Okay, einen haben wir. Das tat weh, das tat weh. Mist, 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 Mist. Wo beschießen die? Nachladen. Okay, machen wir, machen wir, machen wir. Da ist noch einer. Direkt hinter uns. Ich verbinde mich, ich verbinde mich. Mission gescheitert. Ach, das war der Kollege, den wir umbringen sollten. Na super. Ach Mann, Leute, okay, na gut. Ich lerne jedes Mal dazu mit jedem Auftrag, mit jeder Mission, ne? Ich bin halt noch nicht so der Pro. Vielleicht hätte ich alles mit einem Messer machen sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und probieren es gleich nochmal und machen es dann 1A perfekt. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, euer Philly Boy. Bleibt mir treu!